Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade hier in Galeria Kaufhof. Wir haben hier noch schnell die SD-Karte gekauft für meine Cam, also ist die gleiche wie bei Marcel. Ist richtig geile Qualität und der Fahrer ist natürlich auch am Start. Jungs, wir waren gerade eben bei Burger King, ohne Mist. Double Steakhouse, das war der beste Burger aller Zeiten. Noch die besten Pommes natürlich. Und auch die beste Cola ist natürlich selbstverständlich. Nein, die Cola war viel zu warm, Digga. Digga, ich war so satt. Ich bin immer noch so übelst. Ich platze, glaube ich, gleich ohne Mist. Ich habe so Hunger in meinem Leben. Jetzt noch was essen, das ist der sichere Tod ohne Mist, Alter. Sofort Suizid kann man nicht begehen, ne? Wir laufen hier gerade durch die Dessous-Abteilung. Brauchst du eigentlich noch ein Bikini oder so? Ne, ich nicht. Mhm. Für die Bitches muss natürlich auch eingekauft werden. Alles klar. Wir gehen dann gleich raus. Was müssen wir jetzt noch kaufen? Aluminiumfolie. Alufolie. Aluminiumfolie. Aluminiumfolie. Und ja, wir haben uns gerade eben eine Shisha gekauft. In so einem richtig geilen Laden. Das werden wir dann auch noch gleich sehen. Ich denke, die werden wir dann zusammen mit Marcel später ausprobieren am Abend. Ja, was heißt Abend? Wir haben jetzt schon fast 8 Uhr. Wir sind natürlich wieder sehr früh. Brauchst du eigentlich noch ein Kleid oder so? Ja, eigentlich schon. Willst du mal anprobieren? Okay. Ja, das sieht ganz nice aus. Dann müsstest du eigentlich die Lass mal, ja. Die Leute schauen schon. Okay, alles klar. Wie früh sind wir eigentlich aufgestanden, Faro? Heute übelst früh, 15 Uhr oder so. 15 Uhr? Ey, ja, stimmt eigentlich. Neuer Rekord, früh. Oder? Ja. Alles klar. Ich glaube, ich mache bei mir sowieso die Jalousien nie wieder nach unten. Ist ja eigentlich auch Dinge nach oben, meine ich. Ist ja auch unnötig. So, okay. Also Leute, wir treffen uns dann gleich draußen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Richtig gutes Wetter am Start. Es regnet auch nicht. Richtig viel Sonnenschein auch. Also die Sonnenbrille muss natürlich jetzt trotzdem erstmal aufgesetzt werden, meine Freunde. So, alles klar. Faro, fahren wir eigentlich mit der S-Bahn? Ich weiß es nicht. Ist nicht so gutes Wetter, oder? Nee, ich auch. Taxi? Taxi. Okay, go. Ernsthaft? Taxi? Go. So, gerade im Taxi. Ja, wir befinden uns gerade in der S-Bahn. Ja, sehr stimmt, ökonomisch. S-Bahn. Stimmt, S-Bahn sind wir gerade. Bei Taxi wird auch ein bisschen zu teuer, wenn man mit Taxi fährt. S-Bahn muss auch mal sein. Ey, jetzt mal Spaß beiseite. Langsam werde ich echt pleite. Irgendwann ist Schluss. Ich habe keinen Cent mehr. Das letzte Mal. Kein Cent mehr. Okay, Leute, da sind wir jetzt wieder zu Hause. Also, Leute, Putzel war am Start. Das ist doch hier die von Solution, Mann. Wir wollen Faro nennen, Putzro und ja. Putztorn werden jetzt hier gleich alles aufräumen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Wohnzimmer. Hier sieht es echt nicht so gut aus. Die letzten Tage war ja auch die Solution bei uns. Raven und hat ein bisschen Müll veranstaltet. Wenigstens ist der Balkon. Digga, du hast die Wäsche immer noch nicht aufgeräumt. Wenigstens ist der Balkon sauber. Oh. Geht Digga, der Balkon, hast du den schon mal gesehen? Nein. Oh mein Gott. Warum nicht auf dem Balkon? Leute, also so unordentlich sind wir eigentlich nicht. Wir werden jetzt hier gleich alles ist aufräumen alles und danach seht ihr... Und ich rauche nicht. Nein, Marcel raucht nicht. Ich hasse das. Und ihr seht gleich, wie dann hier alles blitzblank sein wird. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich hier beim Putzen. So, Digga, also putzen. Putzel am Start, meine Freunde. Go! Ey, Digga, noch, das ist die falsche Bürste! Das ist nur für den Teppich, Digga! Ja, ah! Ich muss noch kurz den Aufsatz ändern. Willst du nicht mit 3 aufsetzen? Nein, mit 2. Digga, putz mal erstmal den Teppich. Ja, saug den erstmal, Digga. Ich habe noch nie so viele Krümel gesehen in meinem ganzen Leben. Oh, Movement. Wollen wir es nicht einfach direkt wegwerfen? Digga, was machst du? Das Glas ist nicht umgefallen, das war Schicksal. Auf jeden Fall, Troy hat es gesagt, gibt es in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung. Der Staubsauger ist auch gar nicht laut. Ey, Digga, wir haben nur noch kein einziges Mal gewechselt, den Beutel. Das dreh ich mal nicht um. Wir haben den Beutel noch kein einziges Mal gewechselt. Der explodiert gleich. In 4 Wochen? Okay, gut. Das sollte reichen. Jo Leute, ich bin's Tim und... Jungs, der schönste Himmel aller Zeiten. Alter. Okay, die Wohnung ist jetzt schon wieder einigermaßen sauber. Wir haben es alles hinbekommen. Was? Ja, auf jeden Fall. Nirgendwo mehr Krümel kann man jetzt auf jeden Fall lassen. Da hinten sind noch ein paar Pfandflaschen, aber die bringen wir dann morgen weg. Marcel, willst du das nochmal live singen? Mhm. Go, okay, komm. Auf 3, okay? Nein, das geht es. Nein, nein, nein. 1, 2, 3. Nein. So, schauen wir mal, was Marcel gerade macht in seinem Zimmer. Scoops!
Hallo, Leute. Hallo. Was schaust du dir an? Ich gucke mir gerade hier den Bühnenauftritt von Elotrix und Monte an. Okay, auf jeden Fall Grüße an die beiden. Natürlich. Und ja, also ziemlich interessant so zu sehen, wie viele Leute da auf jeden Fall am Start waren. Nächstes Jahr denke ich mal, ja, wir hatten dieses Jahr auch ein paar Angebote für Bühnen, aber da haben wir gedacht, das war uns ein bisschen zu spontan. Aber ich denke mal, nächstes Mal müssen wir auch mal auf die Bühne. Was nehmen. Eigentlich so dein kurzes Fazit über die Gamescom? Boah, da mache ich noch ein eigenes Video drüber. Also, was soll man sagen? Es ist zu sick einfach. Es ist krank. Also, ich meine, das waren die heftigsten Tage meines Lebens. Du kannst keinen Meter gehen, ohne 10 Fotos zu machen. Es ist unnormal. Und obwohl man hier immer sitzt. Also, man sitzt hier, zockt an diesem Monitor ein bisschen und macht so komische Videos hier. Also, irgendwelche COD-Videos. Und dann feiern einen so viele Leute. Das kann man einfach nicht verstehen. Das ist zu sick. Auf jeden Fall, danke dafür. Ja. Und ja, Leute, das war's dann auch schon mit dem kleinen, kurzen, behinderten Real-Life-Video mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und Faro, Schlusswort. Haut rein. Haut rein. Ciao. Die sah natürlich schon ziemlich gut aus. Monte geht dann erstmal in die Knie, schaut so nach oben und sagt, oh, und hat sich erstmal die Höschen von denen angeschaut.